Hallo Jungs, ich bin gerade auf unserem wunderschönen Modellflugplatz hier in Werfelde. Im Februar bei 16 Grad, da musste ich einfach nochmal rausfahren, logisch, und ein paar chillige Runden mit meinem Logo machen. Und dann habe ich nochmal die Cessna rausgeholt hier für nächstes Wochenende, vielleicht ein kleines Lehrer-Schüler, mal sehen, ob es klappt. Aber warum mache ich dieses kleine Video hier? Letzten Sonntag bin ich in die auch geflogen und habe meine Übung gemacht, oben in der Luft. Habe ich ihn abgestellt und das wackelte alles so ein bisschen da drin. Und das habe ich drauf geschoben, dass ich ihn abgesetzt habe. Stand ein bisschen schief vielleicht auf der Erde und dann entsteht ja mal so eine Unwucht so ein bisschen. Das habe ich gerade wieder gemacht. Also ich kam runter und habe meine Übung gemacht, meinen halben Pyroflip und ein paar Rollen und so weiter. Und dann dachte ich mir, ich traue meinen Augen nicht. Ich bin ja immer so ein bisschen pingelig, ihr kennt mich ja sehr gut mittlerweile, was die Vorflugkontrolle angeht und so. Aber das habe ich noch nicht gesehen und darauf kann man, glaube ich, auch nicht kommen, was hier jetzt passiert ist. Also nochmal, ich bin zweimal damit geflogen, mindestens zweimal. Hier, ups, so, jetzt sieht man es hoffentlich. Da ist die Taumelscheibe, jetzt gehen wir ein bisschen runter. Und da hat sich die innere Kugel, hat sich hier rausgelöst. Und dieses Schlackern habe ich vorhin gesehen. Und dann habe ich erstmal gesehen, was hier passiert ist. Das hat sich da rausgelöst. Und so bin ich geflogen. Der ist da einfach rausgeflutscht. Ich denke mal, zu Hause war der danach hier so halbwegs drinne. So. Und da sieht es ja ganz normal aus. Und beim Fliegen, na, jetzt geht es natürlich nicht raus. Wenn die Taumelscheibe nach unten geht, flutscht der da so raus. Unglaublich. Also man kann nie, das ist wieder meine Rede, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und man kann nicht immer auf alles achten. Okay, ja, das wollte ich euch echt mal zeigen. Leider kann ich den jetzt nicht mehr fliegen, aber ich habe ja noch, da hinten steht da mein 700er Goblin mit. Dann geht es also weiter. Ja, unglaublich. Ciao Jungs, bis dann.